Willkommen zu meinem neuen Video. Bei mir gibt es eine neue Reihe und zwar werden einige Videos zum Thema Stillen und überhaupt Kinder und so kommen. Heute wollen wir über das Tabuthema Stillen in den Schlaf sprechen. Und zwar möchte ich euch so ein bisschen meine Erfahrung jetzt mitteilen und auch meine Wandlung, die stattgefunden hat. Und ja, denjenigen vielleicht helfen, die sich vielleicht irgendwie ein bisschen unwohl oder so fühlen. Und ja, einfach das mal von woanders her beleuchten, als die normalen Ratgeber immer so, ja, uns zu sagen, vermögen oder sagen wollen, was denn so normal ist. Ja, normal ist schon mal ein ziemlich weiter Begriff. Normal ist einfach so das, was die Norm so macht. Das heißt nicht, dass es immer richtig ist. Und deshalb will ich euch heute mal erzählen, ich bin Mutter von zwei Kindern. Und zwar habe ich eine große Tochter, die wird jetzt bald 4 in ein paar Tagen. Und einen kleinen Sohn, der wird in ein paar Tagen eben ein halbes Jahr alt. Und als ich meine Tochter bekam, war ich sehr unerfahren, ist klar, erstes Kind. Und von überall dröhnt es auf einen ein, mach dies so und das so. Und wenn du das machst, oh mein Gott, dann wirst du dein Kind verziehen, abhängig machen oder wie auch immer. Gut, und ich habe mich davon teils beeinflussen lassen. Ich wollte ja auch nichts falsch machen und ich habe auch viele Ratgeber gelesen. Das ist eh so ein Punkt, wo man, das da sollte man mit Vorsicht genießen, so sage ich mal so. Also es ist meine Empfindung, meine Erfahrung und die will ich euch mitteilen, was ihr draus macht. Das müsst ihr selber wissen. Ich habe meine Tochter damals sehr viel gestillt. Ja, sie war ein sehr, sehr anhängliches Kind. Sie war ein sehr, sehr kleines Kind. Die ist mit 2500 ein paar zerquetschten Gramm auf die Welt gekommen, aber ansonsten total fidel. Und wir hatten ein paar Probleme im Wochenbett, weil wir eine Hebamme hatten, die nicht ganz so unseren Vorstellungen entsprach und es musste alles schnell gehen und dadurch kamen wahrscheinlich noch ein paar andere Probleme dazu. Aber wir wollen über Stillen sprechen. Ich habe sie nun gestillt und wie das so ist bei ganz Neugeborenen, die schlafen nun wirklich häufig an der Brust ein. Also das war ganz normal. Da, wo ich mir eigentlich Gedanken gemacht habe, war, als meine Tochter 3 Monate alt war. Da habe ich auch immer so schön gelesen, ne? Was macht man mit seinem Kind und so, ne? Das war weniger hilfreich, weil es mich einfach unter Druck gesetzt hat, etwas zu tun, was nicht meinem Herzen entsprach. Und zwar ist sie eigentlich dann so, fast immer vor dem Schlafen an der Brust beim Stillen eingeschlafen, weil sie eigentlich fast den ganzen Tag eher an der Brust war. Die brauchte das eben von der Nähe und eben auch von der Nahrung, um zuzunehmen. Dann dachte ich, ich muss mein Kind einfach besonders abends von der Brust abnehmen, nochmal hoch und nochmal Guckuck machen, dass sie nochmal die Augen aufmacht und dann hinlegen. Und das haben wir wirklich, ich glaube, eine Woche oder 2 Wochen durchgezogen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, ist mir ganz egal, was diese ollen Ratgeber sagen. Das fühlt es sich nicht richtig an. Es hat zwar trotzdem teilweise geklappt, dass sie trotzdem hinterher geschlafen hat, aber warum ein Kind wegreißen, sage ich mal, wenn es so schön an der Brust einschläft. So. Und ich habe mich so lange dabei schuldig gefühlt, auch als meine Tochter älter wurde. Ein Jahr habe ich ja weiter gestillt und dann natürlich nicht mehr voll, aber immer noch mittags zum Mittagsschlaf und abends zum Abendschlaf. Und meine Tochter hat eben ohne die Brust nicht in Schlaf gefunden oder sehr, sehr schwer. Und deswegen haben wir das dann irgendwann, bin ich über meinen Schatten gesprungen, habe gesagt, ich mache jetzt das, was mein Herz mir sagt und was ich merke, was meiner Tochter gut tut. Ja? Und ich habe darauf vertraut, dass irgendwann der Moment kommt, wenn meine Tochter alleine einschläft. Ja? Vielleicht wenn ich bei ihr liege und ihr was vorsinge, wenn ich sie vielleicht streichel oder so. Und der Moment kam, aber sie kam sehr, sehr spät. Und zwar, das Problem ist, ich habe nicht gedacht, dass ich vielleicht irgendwann mal Videos mache und ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Aber der Zeitpunkt ist wohl erst, ich muss jetzt lügen, ungefähr um 2 herumgekommen. Ich habe sie jeden Abend gestillt und sie ist dann dabei eingeschlafen.
So, jetzt kommt das Aber. Jetzt habe ich ein zweites Kind und ich sehe, dass es ganz anders laufen kann. So, und deswegen sehe ich das jetzt aus zwei verschiedenen Perspektiven. Und zwar mein Sohn, der ist im Gegensatz zu meiner Tochter ziemlich pflegeleicht, ja, pflegeleicht, wie man das so sagen kann. Ja, den kannst du auch, wenn er eingeschlafen ist, wirklich von A nach B bringen. Meine Tochter, die ist damals sofort immer aufgeschreckt. Also so unterschiedlich können Kinder sein. Und wenn ihr jetzt euer erstes Kind habt und das eben vielleicht auch so ein Schreibaby wie meins damals war oder so liebesbedürftig, ja, lasst es mit im Bett schlafen, ja, in der Mitte. Tragt es viel mit einem Hängerchen oder Tragetuch und lasst es notfalls eben auch, nicht notfalls, sondern wenn es eben nur geht, an der Brust einzuschlafen, dann lasst es auch an der Brust einschlafen. So ist meine Einstellung jetzt und ja, bei meinem Sohn ist es jetzt einfach so, ich still ihn und dann nehme ich ihn ja eh nochmal hoch zum Bäuerchen machen und so, und aber nicht extra eben, ja. Und weil wir jetzt doch ein bisschen anders das hier haben, auch mit dem Schlafen gehen, ja, manchmal schläft er ein, aber wirklich, er hat es nicht nötig. Das ist, ja, das ist wunderbar, das ist ein tolles Geschenk, auch mal das zu erleben, dass es nicht anders nur so sein muss, dass Kinder an der Brust einschlafen. Aber ich habe jetzt auch gerade vor kurzem in meinem Rückbildungskurs ganz viele Erstmütter kennengelernt. Und die waren eben ganz total perplex, als ich meinen Sohnemann dahin gelegt habe und er so ein bisschen geguckt hat und gerobbt ist. Und dann irgendwann hat er sich auf den Bauch so ein bisschen hingelegt, hat so ein bisschen sein Däumchen genuckelt oder seine Sophie und dann eingeschlafen ist. Wow, sagen sie. Meiner schläft nur an der Brust ein. Und da habe ich schon dieses gehört, dieses Vorwurfsvolle teilweise. Weil die sich irgendwie anscheinend nicht, sie fühlen, dass es eben von der Norm nicht so angenommen wird, ja. Auch wieder stillen in der Öffentlichkeit und so, aber da wollen wir jetzt nicht ausschweifen. Da machen wir extra nochmal ein Video zu. Und ja, also hört auf euer Herz, das ist ganz wichtig. Lasst möglichst viele Ratgeber weg. Ich weiß, beim ersten Kind will man vieles wissen, aber ja, jetzt nach dem zweiten und viele Jahre später bin ich einfach schlauer. Was heißt schlauer, aber ich würde, wenn ich es nochmal erleben könnte, würde ich versuchen, ohne diese Bücher klarzukommen. Und einfach in mich hineinzuhorchen, was sich in dem Moment richtig anfühlt. Und die Kinder werden sich entwickeln, ja, die werden sich entwickeln, die werden selbstständiger werden. Und nochmal zurück zu meiner Tochter. Es fing irgendwann an, ich weiß eben nicht mehr genau wann, es fing irgendwann an, dass sie dann beim Mittagsschlaf dann doch nicht mehr an der Brust eingeschlafen ist. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen gefreut. Also ich habe mich gefreut, dass wir dann einfach hinterher noch so ein bisschen im Bett lagen. Und manchmal ist sie dann noch eingeschlafen. Und manchmal hat sie dann auch gar keinen Mittagsschlaf mehr gemacht. Und abends war das dann so, dass sie so alle paar Tage eben mal ohne Brust eingeschlafen ist. Das hat natürlich am Anfang sehr, sehr lange gedauert. Und ich habe meine Kinder nicht einfach im Zimmer gelassen, sondern wir schlafen hier im Familienbett. Und ich bin bei meiner Tochter so lange geblieben, bis sie eingeschlafen ist. Und am Anfang, wo sie dann die ersten Male ohne Brust, weil sie an der Brust nicht müde genug geworden ist, nicht eingeschlafen ist. Und bis sie dann eingeschlafen ist, hat es manchmal echt eine halbe oder dreiviertel Stunde gedauert. Und das hat natürlich Zeit gekostet, ja. Aber ich wusste, okay, wenn wir das jetzt schaffen, das wird ein Lernprozess für sie werden. Und das wird für sie auch ganz toll zu erfahren, dass sie das auch ohne Brust kann. Und ja, wie gesagt, ich war glücklich in dem Moment, weil es einfach mein Vertrauen, was ich vorher mir ganz mühselig aufbauen musste, das Vertrauen darin, dass die Kinder das von alleine irgendwann lernen und dass jedes Kind natürlich unterschiedlich ist, habe ich jetzt erfahren, nach der Geburt meines zweiten Kindes. Und dass es da eben nicht so gibt, so ein richtig konkreten Fahrplan, wie du mit deinem Kind umzugehen hast, ja, dass es wirklich sehr, sehr individuell ist. Und heutzutage bin ich völlig losgelöst von irgendwelchen Sachen, du verziehst dein Kind, wenn du es trägst oder so, nee, da ist man bei mir wirklich völlig falsch an der Adresse. Ich lasse meinen Kleinen auch auf dem Arm mal einschlafen, so wie man eben gerade ist, wenn man unterwegs ist oder wie auch immer. Und natürlich schläft er auch allein beim Kinderwagen ein, aber wir fahren gar nicht so häufig mit dem Kinderwagen, weil eigentlich nehmen wir ihn im Hängerchen. Ja,
wenn wir im Auto unterwegs sind, dann natürlich in der Autoschale. Und wenn er müde ist, schläft er überall, ganz egal. Und manchmal braucht er ein bisschen Hilfe. Das finde ich nicht schlimm. Ich finde das okay. Und ihr solltet das okay finden, was euer Herz und euer Kind euch sagt. Gut, das ist eigentlich das, was ich mal kurz so sagen wollte. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Ja, gerade wenn ihr vielleicht noch schwanger seid oder wenn ihr die ersten Wochen mit eurem Baby verbringt und ihr von der Umwelt vielleicht oder von eurer Umgebung, von eurem Umfeld so zugedröhnt werdet mit guten Tipps, ja, guten Tipps, wie es zu sein hat, löst euch, versucht euch davon loszulösen. Und ja, es folgen jetzt noch eine ganze Reihe von Videos über Langzeitstillen, vielleicht noch über Stillen in der Öffentlichkeit, über ja, ein ganz heikles Thema, Impfen, Medizin, Ärzte in Bezug auf Kinder besonders. Da will ich euch einfach so sagen, wie wir das machen, wie da unser Prozess war. Gut, ich freue mich über viele Kommentare und versuche sie alle zu beantworten. Ja? Und ich freue mich aufs nächste Video, auf euch. Bis dann, tschüss!